Wir betrachten mal das zweite Newtonsche Axiom einfach im Wortsinn. Also ich habe jetzt mal ganz frei übersetzt, aber es kommt wirklich dem Axiom nahe. Ist ja auf Englisch. Eine Änderung der Bewegung, und zwar egal wie, die Änderung der Bewegung ist entscheidend, passiert in Richtung dieser Kraft, welche die Änderung hervorruft, muss man sagen, und ist zu dieser Kraft proportional. Betrachten wir mal die Änderung der Bewegung. Nehmen wir mal an, ein Ball liegt da und eine Kraft wirkt plötzlich auf ihn ein. Was wird der Ball machen? Er wird dahin davon eilen. Das heißt, V war vorher 0 und wird zu V irgendwas. Und zwar abhängig von der Kraft. Oder ein Ball rollte die ganze Zeit und es tritt einer nach. Oh, jetzt habe ich den Pfeil ein bisschen sehr schräg gemalt. Ich wollte ihn eigentlich schön auf der bisherigen Bewegungsrichtung lassen, ja, dann wird der Ball schneller werden. Also, V1 ist irgendwas und V2 ist auf jeden Fall größer als V1. Wenn V1 hier 0 war, dann wird hier V1, also ich habe hier V0, weil er sich nicht bewegt, dann wird V1 auf jeden Fall größer als 0 werden. Das kennen wir aus gleichmäßig beschleunigter geradliniger Bewegung. Aber Achtung, wir müssen das Newtonsche Axiom auch so sehen. Eine Änderung der Bewegung, und zwar egal wie, das ist das Entscheidende, hier wird es spannend, passiert in Richtung dieser Kraft, die Änderung hervorruft, so muss man es sagen. Hervorruft, ich schmiere das jetzt hier mal hin, weil am Rande schreibt sich schlecht. So, und zwar. Jetzt lassen wir dieses Ding mal mit V1, nee, V2 hatten wir gesagt, wir haben das Ding also beschleunigt. Es wird sich geradlinig weiter bewegen. Wir tun mal so, als wenn es keine Luftreibung und überhaupt keine Reibung gäbe. Und jetzt lassen wir plötzlich in diesem Moment eine seitliche Kraft kommen. Und zwar einfach, wir sagen mal, als Zentripetalkraft. Also in Richtung irgendeines Zentrums hier wirken, wo irgendwoher vielleicht mal ein Kreis entstehen soll. Und das machen wir dauerhaft. Was wird die Bahn machen? Obwohl sich die Bahn des Balls, ja, die wird sich irgendwie hier krümmen. Das meinte ich damit. Das heißt also auch so eine Bewegung, die plötzlich aus einer geradlinigen oder von einer geradlinigen abweicht, ist eine beschleunigte Bewegung. Und zwar mit a radial oder az könnte man auch sagen, wenn ihr mal Zentripetalbeschleunigung hört. Ist auch nicht schlimm. AZ sage ich in diesem Fall mal, weil ich hier FZ gesagt habe zu dem Zentrum bzw. Mittelpunkt. AZ ist dann V² durch R. Wie das hergeleitet wird, diese Formel, guckt mal einfach hier auf den Link bzw. guckt einfach zum Schluss auf die Links, die ich hier anfertige. Das ist nicht das Problem. Ich hoffe, ihr habt das Newtonsche Axiom nochmal ein bisschen anders kennengelernt und könnt jetzt auch erahnen, das ist so schön allgemein gesagt, weshalb eine Kreisbewegung, auch wenn sie eine gleiche Bahn, also eine gleichbleibende Bahngeschwindigkeit hat, weshalb das trotzdem eine beschleunigte Bewegung ist. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Bis dann, tschüss.